い、おい、イラつきますね、それ。バーガー The Anime Girls Für Otakus und alle, die es noch werden wollen. Okay, Leute, hier sind wir wieder, eure Anime Girls, Chrissy und Faith. Genau. Hey. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, bei euch ist alles klar. Es ist bereits Februar, kaum zu glauben. Langsam kommt der Frühling zu uns wieder zurück und wir können uns auf die Spurensuche begeben nach dem Sommer. Das war ein sehr, 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 sehr kleiner Hint darauf, um was es heute geht. Und zwar werden wir uns auf die Suche nach den Männern in Schwarz begeben und wir sind auf der Suche nach Wahrheit. Sagt euch das schon was? Ich hoffe schon. Mit Leidenschaft. Mit aller Kraft und mit Leidenschaft suchen wir die Wahrheit, die man vor uns versteckt. Wir reden heute über Detektiv Conan, auch ein Hammer-Anime, den wir seit unserer Kindheit geguckt haben und mit extremer Spannung vor dem Fernseher verfolgt haben, wie unser Grundschuldetektiv mit seinem Team auf der Suche war nach der Wahrheit. Ja, und worum geht es? Es geht natürlich um Trommelwirbel, Trommelwirbel, um Detektiv Conan. Ja, ein unglaublich alter Anime, der bis heute noch läuft, der übrigens ein Kino bekommt, der kriegt auch noch einen Film. Soweit ich weiß, wird er erst in Japan ausgestrahlt und dann in Deutschland. Falls ich Fake News verbreite im Sinne von, okay, vielleicht ist er schon draußen und so, informiert euch selbst. Nehmt nichts, was ihr hört und seht, für die wahre Bünze oder Münze. Bünze, Münze. Ja, ist doch egal. Berliner dürfen auch zu Berlinern einfach Krapfen sagen oder was auch immer. Die sagen Pfannkuchen dazu. Okay, egal. Meine Schwester hat es immer so richtig toll mit Sachen einfach verwirren und verwechseln. Anyway, wir reden über Detektiv Conan. Und zwar Conan Edogawa ist sein Name. Er ist eigentlich ein 17-jähriger Schüler und heißt Shinichi Kudo. Er ist ein ziemliches Genie und durfte deshalb der Polizei Tokios regelmäßig helfen bei Mordermittlungen. Dann ist er bei einer Ermittlung zufällig über eine, in Anführungszeichen, schwarze Organisation gestoßen. Über zwei Männern in Schwarz, also zwei Gangstern, die ihn überwältigt haben und ihm ein Gift eingeflößt haben, das ihn wieder zu einem Kind gemacht hat. Weil er aber darüber mit niemandem reden konnte und niemandem Bescheid sagen konnte, hat er einfach kurzerhand sich umgenannt nach seinem Vorbild Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Wir kennen den aus Krimis, Sir Arthur Conan Doyle, falls hier auch Literaturwissenschaftler sind oder auch Leute, die gerne lesen, hat ja Kriminalbuchromane geschrieben. Er hat sich dann einfach Conan Edogawa genannt. Genau. Zudem will ich noch sagen, mit Männern in Schwarz sind nicht Leute mit dunkler Hautfarbe gemeint. Es sind Männer gemeint, die dunkle Hüte und dunkle Mäntel tragen, also so gangstermäßig. Wollte das nur zusätzlich sagen. Genau, die Männer in Schwarz sind einfach Leute von einer Organisation, die offensichtlich regelmäßig schwerere kriminelle Handlungen tätigen. Und er ist als jetzt geschrumpfter Grundschüler auf der Suche nach diesen Männern in Schwarz, um natürlich wieder erwachsen zu werden, weil man hat als 17-Jähriger nicht unbedingt Lust, in dem Körper eines Kleinkinds zu sein. Dabei macht er echt unglaublich lustige Sachen, weil er jedes Mal durch seine Freundin, dessen Vater Detektiv ist, jedes Mal wieder in Mordermittlungen gerät. Weil er aber natürlich nicht als Grundschüler sich hinstellen kann und sagen kann, by the way, ich habe den Mörder gefunden, tut er mit einem Narkosechronometer, das heißt einer Uhr, aus der eine Nadelspitzen geschossen kommt, in den Nacken des Detektivs den Detektiv K.O. setzen und durch ein Sprachfunktionsgerät über dessen Stimme sprechen, wer der wahre Täter ist. Also, kurz Pause hier.
Wie kann man sich das vorstellen für diejenigen, die diesen Anime noch nicht geschaut haben? Also stellt euch vor, jemand schießt euch eine kleine Nadel, ohne dass ihr daran stirbt, in den Hals. Okay? Ihr taumelt und fällt, also dieser Detektiv, der Vater von Ran, also dieser seiner Freundin von Conan. Der heißt Kogoro Mori. Genau. Und der, bei dem ist es immer dasselbe Thema. Er taumelt, fällt auf einen Stuhl. Nein, er ist nie besonders gefährlich gestürzt. Er fällt immer auf einen Stuhl, weil Conan das immer sicherstellt, dass er auch sicher ist. Und plötzlich im Schlafen redet er, aber er redet nicht, sondern er hat durch, also Conan trägt immer eine Schleife bei sich oder ein, wie soll man das sagen, was tragen wir? Eine Fliege. Eine Fliege, und die kann die Stimme nachmachen, die von derjenigen Person, von der er spricht. Das heißt, alle denken natürlich, oh, dieser Detektiv, der schläft doch, aber nein, der spricht ja. Und jede Folge ist es wirklich so, dass die dann denken, ja, der spricht halt im Schlaf und der tut halt im Schlaf Fälle lösen. Fun Fact, nein, tut er nicht, aber er genießt halt den Ruhm. Ja, unser Conan, unser Detektiv, musste ja einen Weg finden, womit er die Wahrheit sagen kann, weil der Vater der Freundin, der Herr Kogoro, der ist nicht so gut darin, Detektiv zu sein und hat die meisten Fälle auch nicht gelöst. Durch diesen Ruhm wurde er dann der schlafende Detektiv genannt, weil er in Anführungszeichen im Schlaf die Fälle löst. Es ist ein unglaublich witziger Anime, aber auch ein unglaublich spannender Anime. Der geht genauso wie One Piece schon eine halbe Ewigkeit, aber jedes dieser Fälle macht echt Spaß zu gucken. Und als Kind sitzt du einfach nur noch gespannt da und versuchst mitzurätseln, wie du diesen Fall lösen kannst. Kommst nie auf das Ergebnis, weil irgendwie fehlen dir immer die Puzzleteile. Aber wie er es dann am Ende aufdeckt, ist mega, mega lustig und mega interessant. Und ich persönlich war ja auch ein Riesenfan von Agatha Christie, auch eine Kriminalbuchautorin. Ein bisschen oldschool, aber ich fand das auch richtig toll, wie dort die Fälle gelöst wurden. Und deswegen habe ich einen riesen Bezug auch zu Detektiv Conan. Voll Kindheitsanime, voll cool. Vor allem, wie er auch mit seinem Skateboard durch die Gegend düst. Jedes Mal, wenn ich mich auf mein Skateboard stelle, habe ich immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen wie Conan, der jetzt sich begibt auf die Suche nach der Wahrheit auf dem Skateboard. Total witzig. Ich freue mich schon richtig hart auf den Sommer und Frühling, wo ich mein Skateboard auspacken kann. Ich hoffe, unter euch sind auch ein paar Skateboarder. Und zusätzlich haben wir eine Liebesgeschichte zwischen natürlich seiner Freundin und ihm. Und seine Freundin fragt sich, warum er spurlos verschwunden ist. Sie kommt immer ganz knapp dahinter, dass er eben, dass der Junge, den sie aufgenommen hat, okay, das ist der kleine Junge, ihr Freund, von dem sie nicht weiß, dass es ihr Freund ist. Dass er geschrumpft ist. Dass er geschrumpft ist und sie hat ihn aufgenommen bei sich. Ja, also der wohnt bei seiner Freundin, ohne dass sie weiß, dass es ihr Freund ist. Okay. Und sie bemuttert ihn, ist sehr viel da für ihn und ihr Vater ist ständig genervt von Conan, also wirklich ständig. Ja, der hat so keine Lust, weil er ist nicht gerade der verantwortungsvollste Vater, weil er trinkt sehr viel. Nein, er ist kein Alkoholiker, aber nahezu. Es ist ein bisschen nahezu, es ist halt witzig generiert, ne? Viel Arbeit, viele Japaner trinken ja Bier mit ihren Kollegen nach der Arbeit. Das gehört zu ihrer Arbeitsmoral dazu, also bitte nicht falsch verstehen. Und interessanterweise ist das so, dass jetzt fragt man sich, warum dauert es 1000 Folgen, bis man die Männer in Schwarz findet, zumal der Anime ja noch nicht vorbei ist. Der Anime läuft tatsächlich immer noch und sie sind immer noch auf der Suche in Männern in Schwarz. Und ehrlich gesagt hat es 2024 für mich nochmal so einen neueren Touch, dass ich es sehr cool finde, dass ich jetzt den Anime immer noch genießen kann und immer noch auch auf der Suche nach der Wahrheit bin. Und mega spannend, mega cool. Und jede Folge ist einfach so ein bisschen für sich selbst gestaltet, aber auch extrem spannend. Vor allem, weil er das auch nicht alleine löst, sondern so eine Gruppe an Kids, die einfach Lust hat auf so ein bisschen Kriminalspaß, auf ein bisschen Fälle lösen. Die Detective Boys, wie sie sich so schön nennen,
sind dann auch mit Colin unterwegs und das sind tatsächlich richtige Grundschüler, die nicht verstehen, dass er eigentlich ein 17-jähriger Junge ist, ne? Außer einer. Außer einer, die selber geschrumpft wurde von den Männern in Schwarz. Und der Witz ist, sie ist ja die Wissenschaftlerin dazu, die dieses Mittel erfunden hat. Genau, also der Detektiv und die Wissenschaftlerin sind beide zu Kindern geworden, müssen im Kinderkörper Erwachsenen Dinge tun und haben Kinder um sich herum, die mit ihnen Fälle lösen. Total amüsant. Und der Witz der Geschichte ist, der Anime, ich bin noch nicht fertig gewesen, warum der sich so lange zieht, liegt daran, dass jedes Mal ein Mordfall zu lösen ist. Aber es ist jedes Mal ein Mordfall. Es ist wirklich immer ein Mordfall. Es ist nie was anderes. Es geht immer darum, man muss sich vorstellen, du bist mit Leuten in einem Raum, irgendjemand stirbt, irgendjemand wird angeklagt, du weißt nicht, wer das war. Und diese Folgen, also dauern immer so 3 Folgen lang, bis man das gelöst hat. Und dann kommen eben diese Kinder dazu, manchmal, manchmal nicht. Manchmal ist auch die Freundin von Ran, also die, seine Freundin, dessen Freundin auch dabei. Und es sind verschiedene Charaktere mit dabei. Und es macht einfach Spaß zuzugucken, auch wenn es oftmals dasselbe Schema hat, ist man trotzdem immer wieder gespannt. Also es hält die Spannung immer aufrecht, dass du weißt, jetzt kommt was, jetzt wird der Fall geklärt und man kommt auch immer ein bisschen näher zu dem, was Shinichi eigentlich passiert ist, also Conan. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich finde es einfach toll, diese Prise an so Krimi, dann Liebesgeschichte, dann Familiendrama und das ist zwar alles sehr typisch. Und Funny ist halt auch drin mit dem Detektiv, der es absolut nicht hinkriegt, irgendwelche Fälle zu lösen und dann plötzlich Fame wird, weil er hat dadurch im Prinzip auch die Familie gerettet, weil wenn ein Detektiv die Fälle nicht mehr lösen kann, wird er auch dementsprechend natürlich nicht mehr bezahlt. Und jetzt kam der, was weiß ich, der kleine Zwerg von 9 Jahren und löst da Fälle. Vor allem, stellt euch mal vor, versetzt euch mal in Shinichis Lage. Ihr werdet wieder 7 Jahre alt. Ihr seid um die 20 oder 30 oder sogar schon älter. Okay, könnt auch jünger sein, aber ich meine ja, so ab die 20 wird es schon kritisch, wenn du dann wieder 9 wirst, weil du dann echt keinen Bock hast, 9 zu werden. Und witzig ist, dass, stell dir vor, du bist jetzt wieder 9 und dann sagen natürlich alle, oh ja, ist ja voll geil, weil Kindheit zurück, keine Miete zahlen, kein Arbeiten gehen. Keine nervigen Eltern. Kein nerviges Studium. Wer wär's damit? Wobei ich sagen muss, ich find's eigentlich nicht so toll, weil wenn du jetzt nicht ne, wenn man das Wissen hat, ja, was jetzt Shinichi ja auch hat, dann langweilst du dich ja in der Schule und du fragst dich, warum du zum Fick das alles machst. Ja. Du musst 2 plus 2 rechnen und du weißt ganz genau, ich bin eigentlich schon 20 oder wie alt auch ihr immer seid. Und dann dürft ihr das machen. Andere werden sagen, ja geil, dann muss ich ja nicht lernen, dann muss ich ja gar nichts machen. Und die anderen sagen, ja nee, ich habe schon gern meine Freiheit, ich studiere schon gern oder was auch immer ihr alle macht. Und es ist einfach witzig, der Gedanke. Aber manchmal, seien wir ehrlich, sind wir nicht anders als 9-jährige Kinder. Weil manchmal diskutiert man wie 9-jährige Kinder mit 9-jährigen Erwachsenen. Und es kommt genau gleich. Und es widerspiegelt dieser Anime auch ein bisschen das Leben, die Ironie des Lebens. Und dass Kinder und das Erwachsene sind manchmal wie Kinder und Kinder Erwachsene sind als Erwachsene selbst. Genau. Das passiert natürlich auch ab und zu. Dass sie die Gedanken lesen, dass wir. Falls ihr nicht wusstet, was ich da spreche, ist es von Patrick, das ist von SpongeBob. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Hammer-Anime, den ich echt, also ich liebe ihn. Das auch eines der Motivationen, weshalb ich tatsächlich Journalismus studieren wollte, war auf der Suche nach der Wahrheit, nach der ganzen Wahrheit. Was steckt hinter unserem System? Welche Fäden haben wir dahinter? Ich weiß, das ist sehr weit hergeholt, aber ich wusste schon unglaublich früh in der Kindheit, dass ich tatsächlich jemand bin, der gerne der Wahrheit auf der Spur ist. Und das unter Umständen auch ein bisschen Ärger bringen kann. Das haben wir jetzt auch bei Detektiv Conan gesehen, dass er seine Nase zu weit in andere Leute Angelegenheiten reingesteckt hat und deswegen in Ärger gekommen ist. Und da nochmal habe ich so oftmals die Parallele gesehen zwischen Investigativjournalismus. Viele von euch wird das auch interessieren, wenn ihr generell einfach Bock habt auf solchen Kriminalspaß. Und
Jo, also ich finde den Anime unglaublich witzig, unglaublich cool. Er ist immer noch ein Riesenhype in Japan, mittlerweile auch immer noch ein Riesenhype in Deutschland. Und ich bin schon richtig gespannt darauf, wie er weitergeht, ob wir jemals erfahren werden, wer die Männer in Schwarz sind. Wir haben auch jetzt noch nicht erfahren, was das One Piece ist. Werden wir auch wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht. Nee. Aber hey, ich meine, vielleicht ist auch genau das der Punkt, dass wenn man wirklich in die Tiefe geht, es einfach länger dauert und mehr Facetten hat, als man eigentlich denkt. Und dass man Dinge, die man eigentlich denkt zu wissen, hinterfragen sollte, um der wirklichen Wahrheit auf die Schliche zu kommen, weil wir Denkmuster haben und Wahrheiten glauben, die vielleicht nicht der wirklichen Wahrheit entsprechen. Weil Menschen auch gerne Dinge vorspielen. Oder auch, weil Menschen oftmals lügen und da nochmal die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Also wirklich detektivartig an die Sache ranzugehen, wie jetzt Conan einfach wirklich immer wieder die Menschen analysiert und guckt, ob ihre Aussagen übereinstimmend sind. Richtig Hammer. Also ich als kleiner Hobby-Detektiv habe da richtig Bock drauf. Mir macht das einen Riesenspaß und wenn ihr da dran Spaß habt, ein bisschen Hobby-Kriminal Detektiv zu sein, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den Anime reinziehen. Genau. Oder ihr könnt einfach mit eurem Studenten oder was weiß ich, wem unterhalten, das ist kriminal. Die Diskussion ist kriminal genug. Criminal. Ja. Ja, criminal. Anyway, Leute, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Das nächste Mal stellen wir euch vielleicht auch nochmal ein paar neuere Animes vor, die dieses Jahr auch cool sind und auch auf jeden Fall sehenswert. Wir werden uns definitiv demnächst nicht nur auf YouTube sehen oder auf TikTok und Instagram, wo ihr uns folgen könnt, und zwar @faithkibunari und @christine, sondern wir wollen auch streamen. Das heißt, bereitet euch darauf vor, mit uns eine Runde zu zocken, eine gute Zeit zu haben, ein bisschen zu quatschen. Und ja, und es werden verschiedene Games sein. Es werden die verschiedensten Games sein, von Nintendo zu PS4, zu Click Games, zu keine Ahnung, zu Oldschool, zu Neuem. Ja, deswegen und anyway, tschüss, tschüss! おい、イラつきますね、それ。バーガー。The Anime Girls! Für Otakus und alle, die es noch werden wollen.